Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Resident Evil 4, das Remake. So, ich habe das Spiel jetzt noch mal ein bisschen dunkler gemacht. Des einen Knarre, des anderen Leid, Fremder. So sieht's aber aus, aber nicht mein Leid. Nee. Ich bin auf jeden Fall das Leid des Rentnervereins hier, Freunde. So, und jetzt gehen wir da mal weiter. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen dunkler gemacht jetzt, das ganze Spiel, weil ich hatte ja, ich fand es so ein bisschen in den Tiefen so ein bisschen bläulich und das fand ich nicht so schön. Und ja, jetzt hat das Ganze wieder ein bisschen mehr Kontrast. Und das ist doch ganz nett. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Kirche, da waren wir durch. Warte, da hinten war noch eine Leiter. Da gehe ich auf jeden Fall mal gucken. Lauts. So, hier war, glaube ich, eine Leiter, ne? Ja. Hier war eine Leiter. Da gibt es noch eine Blendgranate. Und das war's. Na gut, Hauptsache haben, wa? Wir stören hier wahrscheinlich einfach so einen Nachmittagsausflug vom Altenheim. Ne, die haben sich irgendwo zerstreut. Betreuer sind weg. Das ist unsere Aufgabe, sie zu beseitigen. Zum See. El Lago. So, ich hörte es doch knurren. Oh oh. Te voy a matar! Oh! Okay. Oh, warte mal, ich habe gar nicht meine... Ich hatte ja so schön, was mir auch noch aufgefallen ist, liebe Freunde. Ich hatte ja so schön alles sortiert hier, ne, im Köfferchen. Was steht denn hier unten? Ja, man muss einfach nur mal lesen. Mit Alt kann man hier schön alles sortieren. Zack! So. Und jetzt würde ich die einfach schnell Zugriff auf die 1. So, das Ding... Hatte ich das schon? Das habe ich schon festgelegt. Okay. Alles klar. Dann. Geht's jetzt los. Komm dran hier. Wo bist du? Oh oh. Hui. Kommt beide her. Zack. Sorry, keine Absicht. Zack. Zack. Keine Chance. Kommen wir hier. Zack. Oh Gott. Ja. Oh. Hallo, Ihre Schlange. Oha, oha. Aus dem Weg. So, erstmal die Viper einsammeln. Was haben wir hier noch? Schießpulver. Okay. Was habe ich denn hier alles? Oh, ich habe eigentlich, nehme erstmal das hier, würde ich sagen. Ja, das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen, Freunde. Und weiter geht's. Flintenmunition, sehr schön. Kurze Karte checken. Okay, da ist irgendwie noch ein Schatz. Der scheint über mir zu sein. Hui! Hui, 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 hui. Das
Die schön aus Korega tapsende Bombe gebastelt. Hey. Bam. Nee. Lass mal stecken. So. Keine Verwandlung hier. Oh. Damn. Nein. Komm her. Mhm. Lass mich kurz nachladen. Ja. Komm her. Oh. Lady. Ist gut jetzt. So. Zack. Was ist denn hier noch schon was? Zack. Okay, da geht's weiter. Ich guck mal noch. Oh. Vorsicht! Oh Gott, kann der jetzt. Alter. Zack. Langsam habe ich genug. Aha. So sieht's nämlich aus. Hey! Dankeschön. Schön so ganz langsam das Bein abgeschnitten. So, habe ich jetzt hier alles? Noch was. Aber das ist dann wieder unter mir. Hier ist auf jeden Fall noch was. Handgranate. Okay, das ist irgendwie da unten. Aber ich glaube, da komme ich von hier. Komme ich von hier schon hin? Nee. Okay, Freunde, wir müssen erstmal weitermachen. Oh oh. Komm her. Die Alten uns hier wieder eine Falle gestellt, ja? So, na gut. Wo seid ihr? Ein neuer Auftrag. Ein neuer Auftrag, Leute. Geil. Finde 5 Gebisse. Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Yo. Ey, sag mir nicht, ich muss nachher gegen den Besitzer dieses Hämmerchens kämpfen. Also, irgendwann ist auch mal gut. Kampf den Medaillons 2. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin ihrer Gegenwart leid. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Steinbruch, Fischfarm. Belohnung, Spinell 4-mal. Nice, Fortschritt 0,5. Also 5 müssen wir finden. Und hier ist der Steinbruch und hier
ist schon das erste blaue Medaillon. Ich kann es jetzt nur noch angucken, ne? Okay. Oh oh. Jetzt mal alles schön nachladen. Da sind wir, die Roidenköter. Hier, Roiden, kommt her! Alter. Die sind schon wirklich hart eklig. Die Schnauze, ey. Alles klar. Dahinter wartet der Rentner-Boss. Seiner Spezialpower Arthritis. Und seine Special Attack Umarmungen. Ach Gott, ey. Ich will gar nicht wissen, was dahinter ist. Leute, ich will es gar nicht wissen. So, wo ist dieser Schatz? Ach, genau. Das waren ja die Dinger. Aha! Zack, schöner Rubin. So, aber wenn ich das richtig sehe, blaues Medaillon, komme ich da schon ran? Hoffentlich ist das nicht hinter der Tür da. Doch, doch, es ist genau hinter dieser Tür. Ja, aber ich kann das, kann ich das hier aufmachen schon? Kann ich den schon... Hallo? Scheint zu schlafen gerade. Ich kann ihn nicht wach machen. Wir gehen erstmal weiter, Freunde. Oh, hier wieder so ein Ding. Rohstoffe, jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist der Wegschrein. Wegschrein. Müssen wir das nachher? Ach nee. Ist mir nachgelaufen. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Jo. Jo, was hast du denn? Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Raketenwerfer? Baby, den nehme ich. Händlertipp. Hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen, wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt. Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Hell yeah, es gibt keinen Hakenpartner. Wir wollen nur dein Bestes. Natürlich, so siehst du schon aus, Junge. So siehst du schon aus. Was hast du denn hier noch so? Videos de la Abuela. Abuela. Heißt Abuela nicht... Ist das nicht Oma oder so? War das nicht aus Breaking Bad? Lass mal, war da nicht meine Abuela? Also ich glaube, das ist Oma oder so. Also sieh vielleicht. Dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Fideos, ich weiß nicht, was das ist. Nudeln oder so? Nudeln wie von Oma? Keine Ahnung. Okay, hör mal, was hast du denn? Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Oh nice, hier gibt's das Gewehr. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Und eine Maschinenpistole, das ist natürlich auch geil. Soll die kosten 10.000 Mark? Mhm.
Silverspray, Koffer. Soll ich mir schon ein Gewehr holen? Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Würde ich fast noch lieber die Schrotflinte von der Angriffskraft her leveln. Die ist eigentlich schon geil. Ist zwar sehr teuer, aber ich glaube, das mache ich mal. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Ich kann hier auch wieder was verkaufen. Vipern. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich wollte gerade sagen, hatte ich da nicht noch einen Auftrag? Zu verkaufende Vipern zum Abschluss des Auftrags Vipernjagd 2. Okay, ich muss zwei noch verkaufen. Ansonsten... Was kann ich noch verkaufen? Den ganzen Kram kann ich irgendwo reinstecken. Also die Viper kann ich auf jeden Fall verkaufen. Ich wusste, du bist ein Macher. Und den Rest muss ich tatsächlich behalten. Nee, mehr habe ich nicht. Das kann ich sowieso nicht machen. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere angenehm. Alles klar. Danke dir. So, Raketenwerfer konnte ich jetzt aber noch nicht kaufen. Schade. Die Arbeit ruft. Ich kann jetzt wieder speichern, Freunde. Mache ich aber erstmal nicht. Guck mal hier. Sechseckiges Teilstück. Alles klar. Das muss ich dann auch wieder zurückbringen. Was gibt hier noch so? Erstmal hier alles. Schießstand? What? Schießstand? Hallo, Fremder. Wir fahren jetzt zum Schießstand oder was? Komm, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Ja, glaube ich auch. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Okay. Wenn du dich einigermaßen anstellst, lass ich mal springen. Ein paar Kinkerlipschen, du weißt schon. Egal, viel Spaß. Okay. Wenn man hier... Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Preise. Tausche deine Jetons an einem Jetonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischst. Wenn du einen Matrosen erwischst, werden dir Punkte abgezogen. Okay, keine Matrosen und kannst mehrere Ziele mit Dynamit zerstören. Okay. So, das ist wohl der Automat hier. Was gibt's hier Feines? Kleines Minigame oder was? Ein Gewehr räumt mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. Okay, ich fange mal mit dem hier einfach an. Okay, keine Matrosen. Traumhaft. So geht das. Hervorragend.
Okay, ich muss auf diese komischen Münzen schießen. Nachladen, okay. Ah. Oh, Dynamit, Dynamit, nein! Okay, zerstörte Ziele, 24 von 27 Piraten. 4 Münzen sind mir entgangen. 2 silberne Jetons, okay. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Ziele verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Okay, wir müssen 7000 Punkte. Alle plus 1000. Und alle Münzen finden. Okay, ich probier's nochmal, Freunde. Los geht's. Zack. Zack. Eins. Zwei. Drei. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Deine Gebiete wurden erhört. Ein Meer aus Zielscheiben. Okay. Vier. Oh, was war da oben? Fuck! Oh mein Gott! Da war die letzte Münze. Da war die letzte Münze. Ein perfekter Lauf. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, alles klar. Okay, ich probier's noch einmal, Freunde. Come on. Zack. 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 Nachladen, okay. Fantastisch. Genau so. So, warte, hier kommt das. Feuere, was das Zeug hält. Okay, erstmal das. Hab ich sie? So eine Performance sieht man nicht alle Tage. Bist echt eine Klasse für sich. Aber was heißt das hier? Alle plus 1000 Punkte? Also... Ich habe jetzt 9000 gehabt, Highscore. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Egal, wir haben... Egal, wir haben das irgendwie abgeschlossen. Okay, dann mache ich jetzt das hier. Mit dem Gewehr diesmal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, warte, da rechts. Achtung. Zack. Geil. Jawohl, Baby.
Ja. Oh, shit. Ja. Oh, fuck. Ah, Mist, mir hat der eine Pirat gefehlt. Der jetzt zum Schluss so schnell kam. Oh, shit. Okay, aber wir machen nochmal. Nice, baby. Let's go. Diesmal schaffen wir es, Freunde. Zack. 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 Weg. Nachladen, let's go. Ist schon geil irgendwie. Okay, jetzt aufpassen. Ja. Ja. Achtung. Jetzt, Achtung. Jawohl. Oh, da unten, da unten. Nein, jetzt lädt er nach. Jetzt lädt er nach. Los. Oh, da hat er nachgeladen. Das war die letzte Münze. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, ich probier's noch. Es tut mir leid, Freunde. Ich muss das jetzt nochmal probieren. Das war sehr ungünstig jetzt mit dem Nachladen. Komm her. Jawohl. Go, 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 go. Ja. 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 Jawohl. Oh. Oh, ich kann noch näher ranzoomen. Und das Spiel ist vorbei. Komm, nochmal. Los, Freunde. Was? Och nö! Willst du mich verschaukeln, Alter, willst du mich verschaukeln? Okay, dann mache ich jetzt erstmal das hier. So, Freunde, kurze Unterbrechung. Jetzt nochmal. Ich mache jetzt nochmal. Ich mache jetzt nochmal die Aufgabe hier. Ich hatte sie gerade schon angefangen. Die ist, verdammt, sehr tricky. Oh mein Gott. Was? Oh. Ich habe die Münze nicht getroffen. Nein, 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 nein. Oh, der ging in die eigenen Reihen. Ich befürchte, okay, Freunde, ich glaube, der Lauf ist vorbei. Haben zumindest ein paar Punkte abgeräumt. Ein Pirat hat mir gefehlt.
0 von 7 Münzen. Sehr schön. Ja, komm. Aber hier haben wir ein bisschen was bekommen, Freunde. Ich würde sagen, wir kommen hier später nochmal her. Und dann probier ich's nochmal. Na klar, guck dir das mal an hier. 9 Münzen. So. Hier kann beim Automaten auf dem Schießstand für Preise eingeworfen werden. Okay. Don Esteban. Gewöhnlich. 5% häufiger Herstellbonus auf Flintenmunition. Nice. So, und ich kann mir jetzt die Reihenfolge auch aussuchen, quasi. Bei 3 von denen gibt es wahrscheinlich geilen Scheiß. Hätte ich mal das gemacht. Machen wir mal so hier. JJ, selten. Rohstoffe sind 40% günstiger. Okay. Okay, Freunde. Dann mache ich erstmal zurück. Wir machen auf jeden Fall, kommen wir nochmal hierher und rocken da alles ab. Aber jetzt soll es erstmal genug sein. Haben wir ja schon eine Weile da verbracht. So, hast du mich gesehen da unten? Ah, die Arbeit. Ja, ich war gut, wa? So. Ich kann jetzt einmal da lang gehen oder einmal hier lang? Mal kurz hier runter. So. Gibt es noch was, ist aber verschlossen. Okay, dann müssen wir wohl wieder zurück. Und dann gehe ich da oben lang. Fernglas wieder. Da drüben ist irgendwas. Wow, ist ja riesig. Aha. So, gibt's hier sonst noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Kann ab nach unten. Was hängt hier? Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Alles klar. Dann ist da unten bestimmt irgendwo das Boot. Jawohl. Da brauchen wir Benzin. Komm schon, füllt wenigstens das Benzin nach. Was haben wir hier? Küchenmesser, jawohl. Pistolenmunition. Oh, hier ist ein blaues Medaillon irgendwo.
Nee. Hier muss irgendwo sein. Da. Mhm. Das war's dann hier, ne? Nein, es gibt noch einen Schatz. Oh. Oh, krass. Ich dachte, ich hätte schon so ein Ding eingesammelt. Ach nee, das war dieses Relief. Genau. Aber dann fehlen mir hier noch zwei, ne? Okay. Oh, ein gelbes Kraut. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann müssen wir erstmal oben weiter. Hier ist irgendwas im Wasser. Hier ist irgendwas im Wasser, oder? Nein, nicht er! Nicht er! Komm her, komm her. Was? Alter. Komm hier, fress das! Mhm. Alter, wie viel habe ich denn hier mitgenommen? Das hat ja richtig gelohnt. Ich muss erstmal was konsumieren hier. Nehme ich erstmal das hier. Ist ja wieder voll. Perfekt. Wow! Alter! Oh Gott, hoffentlich ist hier nichts im Wasser, ey. So ein Fischrentner. Ich hör's piepen. Wo piept's? Hier. Keine Chance, Junge. Komm her. Mhm. Alter, ich trete die mal durch die Bretter durch, Junge. Piep's auch. Zack. Kommt her, beide. Oh, eine Viper. Nein. Ja. Oh, 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 oh. Nein. Ich glaube, ich brauche die Schrotflinte. Komm her, Oma. Hat dich die Viper gekillt? Ja, sehr gut. Okay. Oh no, da komme ich nicht ran. Ich komme da nicht ran. So, erstmal Überblick verschaffen. Oh, hier sind blaue Medaillons. Okay, okay.
Was ist denn hier mal? So ist hier noch eine Schlange? Oh, oh, da hinten. Da hinten. Fuck. Fuck. Oh mein Gott, ey. Oh, scheiße, ich bin zu nah rangegangen. Ernsthaft? Komm mal hier hoch, Junge. Kommt der jetzt echt hier hoch, ja? Komm mal her. Kann ich ihn hier runtertreten? Komm hoch, Junge. Komm hoch. Oh ja. Ist nicht, Oma. Ist nicht. Komm mich mal wieder besuchen, Jungchen. Was? Fuck. Das habe ich nicht kommen sehen. Holy shit. Oh mein Gott. So. Komm her. Komm ich runter. Nee, Oma, ich bin schon unten. Bin schon unten. Oh, darf ich die haben? Nimm sie doch mit. Verdammt. Okay. Unter mir ist anscheinend ein blaues Medaillon. Ich gehe erstmal hier noch weiter. Da gibt es noch nichts. Nice. Da gibt es noch was. Da ist das Medaillon. Bang. 2 von 5. Da ist noch ein Schatz, da sind noch Peseten. Da. Wie komme ich da hin? Sechseckiges Teilstück, geil. 3 von 5, so, eins war noch. So, hier drüben ist aber auch noch was. Aber da komme ich da nicht hin, ne? Nee. Grüße, komm. Nehmen wir auch noch mit. Da ist ja auch noch eine Hütte. Geh erstmal dahin.
Noch eine Schlange. Komm her. Bam. Bam. Da ist Bootsbenzin. Na, das ist doch schon mal was. Das heißt, wir können rauf auf den See fahren mit dem Riesenfisch darin. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee, Lian. Ah, na gut, okay. Dann holen wir uns das beides noch. Ach nee, da komme ich nicht ran. So, aber wo ist hier die... Da leuchtet's doch blau drin. Aber das sehe ich doch. Guck mal hier. Genau. Zack. Okay, und wo das letzte Medaillon ist, wissen wir, Freunde. Ich will da gar nicht hin. Ich will da gar nicht hin. Na komm. Zack. Hä? Ist ja Schatz. Jetzt geht er da wieder nicht hoch. Wo soll das sein? Ach nee, hier ist wieder. Stimmt ja, stimmt ja. So. Eine antike Pfeife. Hm, kann ich die bestücken zufällig? Untersuchen? Ne. Schick sieht's aus. Gut, ich glaube, dann sind wir hier. Das kriege ich leider nicht. Dann sind wir hier erstmal durch. Mache ich wieder einen Abgang. Noch was Schönes. Okay. Und dann gehen wir wieder. So. Packe ich die Scheibe da noch rein. Zack. Quatsch. Hier war das. Eine fehlt halt noch. Wo soll ich die herbekommen? Okay. Bevor ich jetzt aber zu dem See raus, also auf den See rausfahre, gehe ich nochmal zurück. Es tut mir leid, Freunde. Wenn ich komme, ja. Weil, ich muss nochmal speichern vorher. War ich hier schon drin? Ja, hier war ich schon drin. Ich muss nochmal speichern. Ich bin von da gekommen. Oder bin ich von hier gekommen? Nee, Quatsch. Sorry, Freunde. Es ist übrigens gerade bei mir 5 Uhr.
So. Und dann mache ich wieder zurück. So. Dann würde ich sagen, speichere ich hier. Und sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Vielleicht können wir dann nächste Folge auch nochmal hier Schießstand und so probieren. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.